Storm, Sascha oder Enola, so heißen nur drei des insgesamt 28 Huskies umfassenden Rudels der Husky Farm. Ihr Anführer ist Grayling und der hat, wie jeder hier, seinen ganz eigenen Kopf. Ja, ich habe sehr viele besondere Charaktere hier im Rudel. Zum Beispiel ist da Graylin der Chef. Dann gibt's noch Storm. Storm ist die Rudelchefin. Enola ist auch noch ein besonderer Charakter. Das ist so der Quatschmacher im Rudel. Huskies sind sehr menschenfreundliche Hunde, haben aber auch einen starken Jagdtrieb und brauchen zum Ausgleich sehr viel Auslauf. Ihr besonderer Charakter macht sie zudem sehr unabhängig gegenüber Menschen. Eno. Nein. Wie macht der Husky? Das war aber schwach auf der Brust. Nochmal. Wie macht der Husky? Ja, so ist gut. Seit 18 Jahren beschäftigt sich Britta Dunker mit den besonderen Hunden. Was sie zunächst als Hobby begann, hat sie vor 10 Jahren zur Schlittenhundeschule ausgebaut. Mittlerweile macht sie auch Husky-Sport und trainiert Kinder und Jugendliche für Schlittenhunderennen. Doch bevor man mit dem Wagen loslegen kann, muss man eine Menge lernen. Also es ist ganz wichtig, dass hier vorne, dass die Gangline hier zwischen ist und nicht hier irgendwo rumschlackert. Weil wenn die Gangline in die Reifen gerät, dann kommt der Wagen ins Schleudern und dann fährt man in den Graben oder so und das endet nicht gut. Kiel, Pinneberg oder Neumünster. Die Trainingsgruppen der Husky-Schule sind über ganz Schleswig-Holstein verteilt. Husum soll demnächst folgen. Für die Trainingsgruppen in Lübeck und Hamburg werden zurzeit noch Teilnehmer gesucht.